Also was da gerade abgelaufen ist im Gang, das ist natürlich eine Inszenierung, die wir halt angelehnt auf den Film gedreht haben, den wir uns gerade angeschaut haben. Und zwar war das Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Also seid ihr in Gruselstimmung, Leute, es ist Halloween. Wer ist nicht in Gruselstimmung, wenn man hier zwei Disney-Prinzessinnen vor sich sitzen hat? Nightmare on Elm Street, ein Kultfilm. Aus welchem Jahr ist der überhaupt? 84? Hä, so alt. Introducing Johnny Depp, sein erster Film. Und das Crop Top. Und das erste Mal, dass ein Crop Top von Johnny Depp in einem Film getragen wurde, was logisch ist. Und das letzte Mal. Und auch das letzte Mal. Hä, aber okay, Real Talk. Mhm. Dieser Film. Wir haben uns diesen Trailer angeschaut und waren so, nice. Schauen wir uns mal an, ist crazy. Und der war crazy. Ja, aber nicht, also nicht so schlecht unbedingt. Nein, das war mega. Also, das Acting war teilweise fragwürdig. Also ganz ehrlich, also vor allem die weiblichen Charaktere, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien sie die gecastet haben. Sind alle Jawline in dem Film, alle. Also generell alle. Vielleicht haben sie gesagt, du hast eine Jawline gecastet. Vielleicht? Oder sie hatten ein gutes Make-up. Oder in welcher Art und Weise konnten die acten? Also erstmal das Laufen. Das war kein Laufen. Also wir sind auch gelaufen. Dann das Weinen. Wirklich immer wenn sie geweint haben, so die Hand davor gehalten, damit man eh nicht sieht, dass sie ja nicht weinen. Und der beste Actor war überhaupt Johnny Depp mit seinem Ich muss sagen, es war jetzt nicht unbedingt so, dass diese klassischen Jumpscares waren. Also ich hätte mir so mehr Jumpscares erwartet. Stimmt. Vor allem... Du nicht? Finde ich den Video. Wieso das? Kommentieren das. Ja, schon. Kommentieren aus dem Aufgehen. Es gab keine Jumpscares, aber es gab so ungefähr 500 Versuche von Jumpscares. Ja, ich weiß. Das waren Versuche. Einmal hat jemand zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob du, so... Es kommt kein Jumpscare. Und dann ist einer gekommen und ich dachte mir immer so, was ist das? Es war ein Versuch. Nein, nicht am Anfang, auch jetzt am Ende. Wirklich? Ja, jedes Mal, wenn er auf dem Gebüsch. Hallo! Die Jumpscares sind mir nicht immer mehr aufgefallen. Ich muss sagen, sie hätten zu den Jumpscares, also wirkt, einen Ton dazu geben müssen. Ja. Haben sie, aber halt zu. Also, Entschuldigung, die Toneinblendungen in dem Jumpscare war 80s Disco. Und ich dachte mir so. Disco-Party. Okay, aber was können wir qualitativ Hochwertiges sagen zu dem Film? Ich finde, was sie voll gut gemacht haben, waren so diese Practical Effects. Oh, die waren mega geil. Also, wie sie die Stufen gesteckt. Also, ja, wirklich. Also, sie ist einmal in so Stiegen reingetreten. Mhm. Oder zum Beispiel, wo sie im Gang die Leiche gesehen hat, die dann so weggezogen wurde. Oh, die war mega cool. Davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ja, stimmt. Von solchen Sachen hätte ich auch gerne mehr gesehen. Oder wo er immer so durch dieses Leintuch da oder durch diesen Gummi da gegriffen hat, so dieses Tuch, das sich so immer so gespannt hat. Ja, in die Wand. Oh ja. Aber können wir kurz wieder. Ich möchte eine Bildeinblendung. Ja. Das Bild existiert. Der Frame, wo man auf dem Kreuz hinten das Gaffer sieht. Was das Kreuz an die Wand befestigt. Ja, wirklich. Gaffer. Gaffer! Gaffer! Ein Gaffer ist ein starkes Industrieklebeband, was an Set eigentlich von jedem Department verwendet wird. Egal ob Licht, Ton, Kostüm. Also ich fand es war schon sehr die Classic Storyline, so Spoiler hier. Die Virgin überlebt und die anderen zwei überlebt. Also die Virgin überlebt und die anderen zwei, die halt ein bisschen gekuschelt haben. Nix gekuschelt. Stachseln. Die sehr aggressiv stark gekuschelt haben, sterben. Instant. Ja. Weil sie nicht verheiratet sind. Hat mir eh leid getan, weil... Weil sie nicht verheiratet sind. Ja, man hat vor der Ehe keinen Schnack. Da haben wir was zu sagen eigentlich. Außer the lesson. Ich würde sagen, die Lesson ist, es ist alles nur ein Traum und im Endeffekt, das ist ein, und du hast die Stimme, Es war was ein Traum. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist alles ein Traum. Lukas, hä?
Hä? Sie hat ja die Kontrolle während... Was ist dein Fazit zum Film? Also ich dachte, der Film kurz zusammengefasst. Nein! Also was ist dein Fazit zum Film? Ja, also ich bin Young Johnny Depp. Crop Top! Er hat ein Crop Top. Was? Also, wie war der Film? Der Film war... Gott, oh Gott! Also, der Film? Wie war der Film? Crop Top war super! Super! Er verliert sich in Details! Also, ich fand den Film eigentlich schon cool. Also, ich würde ihn mir nochmal anschauen. Ich weiß es nicht, eher nicht. Aber einmal, also einmal um ihn gesehen zu haben, finde ich ja. Finde ich cool. Das Ding ist, ich mag eigentlich keine Horrorfilme, obwohl ich sie noch nicht mal gesehen habe. Ich mag es nicht anschauen. Aber das hier, das war mehr so Comedy-Horror. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, mein Problem ist halt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich einfach dieses Blut und so nicht aushalte. Aber da hat das Blut ja ausgeführt wie Ketchup. Das ist, da habe ich ja dann keine Albträume davon. So gesehen, hat mir gefallen, war unterhaltsam, war lustig, auch zwischendurch. Johnny Depp, perfekt, Crop Top, mega. Also, ich habe nichts auszusetzen, außer ich habe das Ende nicht gecheckt. Also, ja, ich auch nicht ganz. Das fand ich irgendwie komisch. Meine Lieben, das war Disney-Prinzessinnen-Frühstück heute. Frühstück. Es gibt überhaupt kein Frühstück. Prank. Wir sind fertig. Nächste Woche gibt es... das überlegen wir uns dann nächste Woche. Okay. Ich schaue jetzt in meine magische Hellsee-Bratpfanne. Das nehme ich. Nächste Woche reviewen wir Enola Holmes 2. Kommt ganz frisch raus am 4.11. Schaltet alle ein auf Netflix. Millie Bobby Brown wieder mal in voller Glanzleistung zu sehen.